Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Wir sind auf dem Weg zurück zum Garden, nachdem wir ja hier in Fisherman's Horizon einen kleinen, aber feinen Bosskampf hatten. Jo, der war wirklich klein und fein. Können wir jetzt zurück zum Garden, denn es ist einiges passiert. Selphie, Quistis und Xell sind wieder back. Und ich möchte natürlich jetzt erstmal wissen, wie zur Hölle haben die noch überlebt? Entschuldigung, die Dame. Ich würde ganz gerne nach oben. Vielen Dank. So. Ich bin mal gespannt, ob sie gleich erzählen werden, wie, weil ich... So wie wir ja mitbekommen haben, saßen die ja nur dumm da rum und alles ist um die herum explodiert und das ganze Ding ist in die Luft geflogen. Da steht doch schon der gute Irby. Mensch. Aber der Irby, der ist ja schon die ganze Zeit bei uns gewesen. Ach, es ist eine Cutscene. Ich dachte gerade, er läuft nicht schneller. Direktor Sid hat das Okay-Zeichen gegeben. Der Reparaturturm ist jetzt im Garten. Verstanden. Ach ja. Was ist? Die Leute von FH sind doch alle hochqualifiziert. Ich habe etwas, was ich repariert haben möchte. Aber es ist in Ordnung. Ob es in Ordnung ist, wenn ich die mal frage. Wenn die Arbeiten am Garten nicht in Verzug geraten, warum nicht? Ich übertreib's nicht, okay? Na klar, mach ich. Natürlich. Ich meine, natürlich nicht. Okay. Okay, Irvine, wie wär's mit... wir lassen es einfach sein. Wieso folgst du mir? Selphie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich da nicht nachhelfen kann. Wo ist Selphie? An der Bühne für das Sommerfest. Ah, okay, ich weiß wo. Sie ist, am Schulhof. So, wir kriegen jetzt mal wieder unser Money. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum ich damals in Seed-Level abgestiegen bin. Es macht einfach absolut keinen Sinn. Aber mir ist es auch vollkommen scheißegal. Moment mal. Ja? Mit Reparaturen haben die also das gemeint? Dachtest du, die kommen mit Hammer und Schraubenzieher? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Wenn es um so etwas geht, ist auf unserem Boss Verlass. Hä? Okay. Ich glaube, Irvine ist einfach nur ein bisschen durch gerade, oder? Kann das sein? Vielleicht hat er ein bisschen was geschnupft. Ich weiß ja nicht. Okay, dann kommen wir mit, lieber Irvine. Okay, was steht ihr da so drum rum? Jo, wie sieht's draußen aus? Ja, so wie es draußen nun mal aussieht, ne? Ein bisschen Luft, ein bisschen Wasser. Was erwartet er? War der noch nie draußen an der frischen Luft? So, er fährt automatisch runter. Sehr gut. Okay, Schulhof. Schulhof. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst die Stimme noch kann. Ich wünschte. So, aber mal gucken. Hier war Lazarett. War hier schon der Schulhof oder war hier erstmal die Mensa? Ne, hier war schon Schulhof. Dann sind wir ja da direkt richtig. So.
Da sind wir auch schon an der Bühne. Oh. Ach, Selfie. So ein Reinfall. Der Garten fliegt. Wir sind mit Fisherman's Horizon kollidiert. Kein Wunder. Ich hätte so gerne die Band hier auftreten sehen. Ich hatte schon einige Musik in Aussicht. Eine Musiker, oh. Ach je. Sieht niedergeschlagen aus. Ich tröste die jetzt mal selber, ja? Wird schon wieder. Danke, Squall. Dass du mich tröstest, ist ja ganz was Neues. Ich wirke wohl ziemlich trübselig. Ganz was Neues? Ich empfinde auch wie ein normaler Mensch. Nur gegen die meisten Dinge kannst du sowieso nichts unternehmen, oder? Es nervt mich tierisch, wenn ich mit Leuten reden muss, deshalb. Hey! Du grübelst ja wieder. Aber laut sagen tust du es nicht, gell? Na und? Wir reden gerade über dich. Lass mich gefälligst aus dem Spiel. Ich bin ganz okay. Keine Sorge, Squall. Oh Gott, das ist absolut nicht ihre Stimme, aber ich komme gerade nicht anders klar, ey. Irvan Kinnas, ich überlasse sie dir. Hä? Direktor Squall, kommen Sie bitte ins Direktorat. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach Gott, Kinnas. Es bringt ja nichts, dich hängen zu lassen. Genau, Selfie. Wir wollen Fun haben. Fun? Was ist das denn schon wieder? Jetzt zeig's ihr. Fragen wir doch die Leute von Fisherman's Horizon, die gerade den Garten reparieren. Für die ist es doch ein Kinderspiel, die Bühne wieder flott zu machen. Meinst du? Ob sie wohl ja sagen? Keine Sorge. Ich werde dir helfen, die Leute zu überreden. Das heißt ja! Die von dir produzierte Band wird es trotzdem geben. Wow! Dann lass uns doch noch ein paar Musikern suchen! Das klappt ja. Das wird cool mit dir. Irvine, ich lege Selfie in deine Obhut. Das wäre alles. Ich verstehe. Selfie hatte schon berichtet. Sie müssen es schwer gehabt haben. Selfie meinte, dass sie den Bericht in ihrem Tagebuch veröffentlichen will. Sie sollten einmal hineinschauen. Übrigens, schien es das Ziel der Galvadianer zu sein, Elion zu finden. Offensichtlich auf Befehl der Hexe. Elion besitzt die Kraft, die Gedanken eines Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Ob sich die Hexe Edea diese Kraft einverleiben will? Oder gibt es andere Gründe? Sie meine, die galvadianische Armee handelt auf Befehl Edeas und hat in Fisherman's Horizon Elion gesucht. Sie hatten auch den Befehl, die Stadt niederzubrennen. Unabhängig davon, ob sie Elion finden oder nicht. Sie wollten wohl die Stadt zerstören, um keine Zufluchtsstelle zu bieten. Verstehe. Die Hexe Edea wird diese Taktik weltweit anwenden, bis sie Elion gefunden hat. Wir können nicht mehr länger warten. Das bedeutet Kampf mit der Hexe? Hier spricht Direktor Sid. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Oh, jetzt kommt die große Ansprache. Ich habe Ihnen alle etwas Wichtiges mitzuteilen. Die Antriebsaggregate des Gardens werden zurzeit repariert. Wenn die Reparaturen fertig sind, werden wir Fisherman's Horizon verlassen und uns auf eine Reise begeben. Wir werden gegen die Hexe kämpfen. Der Garten wird uns als Stützpunkt dienen. Das Management wird weiterhin von mir und dem Team geführt. Uns steht ein Kampf bevor. Dazu brauchen wir einen fähigen Anführer. Ich, der Direktor, habe Squall zum Truppenführer ernannt. Natürlich, wen auch sonst. Und da spurtet so los, die Renoir, ey. Ab sofort übernimmt Squall das Kommando über den ganzen Garten. Im Ernst? Ich wünsche uns allen viel Glück. Das ist nicht fair. Wenn meine Entscheidung nicht gut heißt, soll sich direkt bei mir beschweren. Und was ist mit meiner Meinung?
Squall, es liegt jetzt alles an Ihnen. Das ist Ihr Schicksal. Der Kampf mit der Hexe war schon immer Ihre Bestimmung. Tun Sie nicht so, als sei mein Leben schon vorausbestimmt gewesen. Oh, da wird er aggro. Mit der Hexe kämpfen ist okay. Solange ich ein Sieb bin, ist das ohnehin unumgänglich. Ha, solange ich ein Sieb bin? Aus der Siedeinheit austreten? Austreten und was dann? Was bleibt dann noch von mir? Ich will nicht mal daran denken. Kommt nicht in Frage. Ich muss tun, was der Direktor gesagt hat. Den Garten führen und die Hexe besiegen. Nicht die Kämpfe. Was mir zu schaffen macht, sind die anderen. Ich muss so schnell wie möglich die Hexe beseitigen und das Ganze beenden. Die Hexe ist doch die Ehefrau von Direktor Sid. Heißt das, wir sollen seine Ehefrau beseitigen? Wie muss man sich fühlen, einen solchen Befehl zu geben? Hallo allerseits! Darf ich vorstellen? Die Produzentin Selfie. Danke. Da Squall nur zum Kommandanten befördert worden ist, möchte ich ihm als Zeichen der Freundschaft ein Musikstück schenken. Das wird ein Spaß. Und wer soll das Stück spielen? Schau dich doch mal um. Wo? Meinst du etwa uns? Ob das gut geht? Lass uns einfach probieren. Instrumente und Noten bestehen bereits. 4 Leute bilden eine Band. Wow, cool. Tut mir leid, aber du spielst nicht in der Band, Rinoa. Was? Wollt ihr mich ausschließen? Nein, nein, nein. Für dich habe ich eine besonders wichtige Aufgabe, Rinoa. Und was sollen wir jetzt tun? Wir können nicht einfach drauf losspielen. Darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich habe diesen Posten angenommen, gleich nachdem ich die Schule gewechselt habe. Mein Vorgänger hatte Noten bereitgestellt, aber nach dem Chaos letztens sind die Blätter durcheinander gekommen. Das Stück besteht normal aus 4 Stimmen, ich habe aber hier 8 Stimmen. Was heißt das? Aus den 8 Stimmen müssen wir die richtigen 4 aussuchen. Das müsste das Stück stimmen. Aber wenn wir die falschen Stimmen erwischen, haben wir einen Salat. Jeder nimmt ein Instrument und spielt seinen Part. Irvine und dann die richtigen aussuchen. Dann fangen wir mal an. Ich habe aber ein Problem. Ich habe keinen Ton. Ich nehme jetzt einfach mal das, was ich haben will. Ich will auf jeden Fall eine E-Gitarre. Komm, Xell, jetzt. Zeig, was du kannst, Junge. Rock die Bude, Alter. Das sieht irgendwie nicht aus, als ob der die Bude rocken würde. Gott, was mache ich denn ohne Ton? Ey, ich kann doch jetzt nicht alle Instrumente durchprobieren, oder? Oh Gott, ich kann mit Irvine laufen. Okay. Okay, weiter. Was soll Irvine spielen? Irvine ist ein Scharfschütze. Steppschuhe! Alles klar, ne, Irvine könnte... Präzision. Ich glaube, er könnte Geige spielen. Irgendwann sieht doch aus wie ein richtiger Geiger, oder? Ich meine, ich stehe mega auf Geige. Geige ist ein richtig geiles Instrument. Der rockt wenigstens die Bühne, Alter. Okay. Okay, weiter. Selfie. Selfie ist doch so eine richtige... Ohne Witz, ich kann mir Selfie nur Steppen vorstellen. Ich glaube, ich mache gerade alles falsch, aber ich höre halt nichts, Leute. Ne? Das müsst ihr bedenken. Selfie, die Stepptänzerin, ey. Oh, ist das gut. Das ist einfach perfekt für sie. Gut so? Ja. Okay, weiter. Und Quistis kann ich mir, glaube ich, eigentlich sogar sehr gut mit einer Flöte vorstellen.
Quizzes kann ich mir wirklich sehr gut mit einer Flöte vorstellen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es das Richtige ist. Ich höre gar nichts, ich bin komplett taub. Also ich bin nicht taub, aber ich habe halt keinen Ton gerade. Beziehungsweise wenn ich kann halt PS3 nicht mit Ton aufnehmen. Okay, jetzt heißt es bis zum Abend üben. Am Abend beginnt dein Patrinor. Ich bin so aufgeregt, wird schon schief gehen. Ich freue mich so auf den Abend. Oh Gott, der arme Squall, Alter. Verdammt langweilig. Was die anderen wohl machen? Das möchte der gute Squall herausfinden, aber das, meine lieben Freunde, finden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part raus. Das wird wahrscheinlich jetzt ein kürzerer Part sein, aber das ist doch bei Final Fantasy auch mal schön. Nachdem man gefühlt immer nur Stundenparts hat bei Final Fantasy, ist ein kurzer vielleicht nicht mal schlecht. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Band zusammen spielen wird. Ich werde mir das gleich auch beim Schneiden nochmal genau anhören, was ich da eigentlich fabriziert habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss!